Unser heutiges Abenteuer beginnt am kleinen Schloss. Lernen macht Spaß. Mal sehen, ob auch alle da sind. Holly, Violet, Rosi und Romy. Gut, jetzt fasst euch an den Händen. Ich will ja auf dem Weg in den Wald keinen von euch verlieren. Nanny Plum, müssen wir denn unbedingt heute Naturkundeunterricht machen? Das ist so langweilig. Ja, es ist doch nichts weiter, als dass wir die Namen der Bäume lernen. Und die Pilznamen. Und die der Frösche. Na, na, Kinder. Jede junge Fee muss die Namen der Bäume und Pilze kennen. Und der Frösche? Und der Frösche. Über uns seht ihr ein hübsches Exemplar einer Beifußblume. Ben, Barnaby, Jake und Lizzie. Gut. Heute haben wir Naturkundeunterricht. Folgt mir. Entschuldigung, weiser alter Elf. Wozu brauchen wir überhaupt Naturkundeunterricht? Der Grund ist, Ben, dass es wichtig für jeden jungen Elf ist, alles über die Natur zu wissen. Wer kann mir denn jetzt sagen, was das ist? Ist es in irgendeiner Form eine Pflanze? Eine Wiesendistel ist die korrekte Antwort. Oh, weiter. Wie ist der Name dieser Blume? Oh, wir treffen auf eine Gruppe von Elfen. Guten Tag, Nanny Plum. Hallo, weiser alter Elf. Hallo, Ben. Hallo, Holly. Wir haben Naturkundeunterricht. Ja, wir auch. Lernen wir doch zusammen. Ja! Ja. Ich bin nicht ganz sicher, ob das geht. Ich auch nicht. Der Elfen- und der Feen-Naturkundeunterricht unterscheiden sich doch erheblich voneinander. Wir lernen die Namen der Pflanzen und sowas. Und wir auch. Bitte, Nanny Plum. Können wir nicht eine große Klasse sein? Bitte erlauben Sie es, weiser alter Elf. Nun, von mir aus. Ich habe keine Schwierigkeiten, wenn es ein paar Kinder mehr sind. Was? Weiser alter Elf, Ihre Anwesenheit ist also nicht erforderlich. Ich... Sie können Ihre Kinder wieder einsammeln, wenn mein Unterricht zu Ende ist. Ohne Zweifel gibt es einen charmanten Feennamen für diese Pflanze. Doch meine Klasse hat sie eindeutig und korrekt identifiziert. Und zwar als eine Wiesendistel. Oh, ist das nicht vielleicht Gartenschaumkraut? Oh, interessant. Oder Gartenschaumwurz? Ihr beide kennt die verrücktesten Pflanzennamen. Also solltet ihr beide den Unterricht machen. Hm, unter einer Bedingung. Ohne Zauberei. Ich mache heute Naturkundeunterricht und kein Zaubertraining. Toll, es ist alles klar. Dann los! Seht nur! Ah, eine Eichel. Na, was wächst eines Tages aus einer Eichel? Lautet die Antwort ein Eichenbaum? Die Frage ging eigentlich an die Kinder. Ja, ja, Eichenbaum ist aber die richtige Antwort. Was der weise alte Elf gerade versucht uns zu sagen, ist, dass diese kleine Eichel wächst und zu einem großen Eichenbaum wird. Oh! Cool! Können wir sie jetzt wachsen sehen? Hoho! Es dauert viele, viele Jahre, bis daraus ein Baum wird. Oh! Es sei denn, es gibt magische Hilfe. Nanny Plum, die Vereinbarung war ohne Zauberei. Ertragen Sie es, in diese traurigen Kindergesichter zu blicken? Sie würden so gern sehen, wie ein Eichenbaum aus der Eichel wird. Nein. Bitte, Nanny Plum, machen Sie, dass die Eichel zu einem Baum wächst. Ja, bitte, Nanny Plum. Ich tät's liebend gern. Es scheitert am weisen alten Elf. Bitte, weiser alter Elf. Also schön. Es wird nur ein kleiner Zauber. Abstand halten, Kinder. Höchstens ein winziges Bäumchen, bitte. Ja, ja. Blitzen soll's, donnern, Nordwind blas los. Wer zur Eiche groß, groß, groß. Wow. Nanny Plum, ist das Ihre Vorstellung von einem kleinen Baum? Er ist etwas groß geworden, nicht?
Ich kann ihn aber sofort kleiner machen. Nein, nein, er wird jetzt so gelassen. Gehen wir weiter. Nächstes Thema, Pilze. Ah, gut, Pilze. Wer kann mir sagen, was das ist? Ein Giftpilz. Ja, korrekt. Und? Ihr solltet nie und nimmer einen Giftpilz verzehren, denn er würde euch gefährlich... Was der weise alte Elf euch gerade zu sagen versucht, ist, dass ihr nie und nimmer einen Giftpilz essen dürft. Sonst werdet ihr gefährlich krank. Allerdings. Gut. Und ihr werdet nie und nimmer einen Giftpilz essen. Ja, weiser alter Elf. Natürlich glaube ich, weiser alter Elf. Sie haben Lust, darauf zu sitzen. Was? Elfen lieben es, auf Giftpilzen zu sitzen. Madame, Sie verwechseln wohl was. Es sind die Gnome, die sich auf Giftpilze hocken wollen. Elfen, Gnome, wer auch immer. Sie finden niemals einen Elf, der sich auf einen Giftpilz setzt. Hallo allerseits. Hallo, Dad. Hallo, Mr. Elf. Hallo, Holly. Ich sehe, ihr habt meinen Lieblingsleseplatz gefunden. Ach, hierhin scheint die Sonne zu dieser Tageszeit ganz herrlich. Ja, das hier wäre ein Giftpilz, so sagte ich schon. Und ein Elf sitzt oben. Ja, und ein Elf sitzt oben. Er sieht sehr fröhlich aus. Ja, ja. Gehen wir weiter. Ja, wir haben noch Zeit für eine letzte Sache. Wiedersehen, Mr. Elf. Macht's gut. Was denkst du, wird die letzte Sache sein? Ich wette, es sind Frösche. Nanny zeigt uns jedes Mal noch Frösche. Ja, sicher kommen Frösche. Wer kann erraten, was wir als nächstes beobachten? Frösche. Ja, wir sehen jetzt noch Frösche. Ich kann leider nirgends Frösche entdecken. Nicht ein Frosch. Äußerst enttäuschend. Können wir nach Hause gehen? Gar kein Problem. Ich verwandle jemanden in einen Frosch. Kann ich bitte einen Freiwilligen haben? Kommt schon. Wer möchte ein Frosch werden? Herrje, will denn heute alles schief gehen? Tja, dann mache ich es eben selbst. Zick, zack, zosch, mach mich zu einem Frosch. Wow! Ein gewöhnlicher Frosch. Seht nur, wie schleimig er ist. Und wie übelriechend noch dazu. Oh, das stinkt ja abscheulich. Pfui. Und wie einfältig er klingt. Tja, das bringt den heutigen Naturkundeunterricht zu einem recht zufriedenstellenden Ende. Nanny Plum, Sie können sich jetzt wieder zurückverwandeln. Ich denke nicht, dass Nanny Plum das allein hinkriegt, weiser alter Elf. Sie wird den Zauberstab nicht greifen können. Oh, wirklich dumm. Jetzt folgt eure Hausaufgabe. Aber Nanny Plum, wir können sie doch nicht als Frosch zurücklassen. Ach, wirklich? Oh ja, ich fürchte nicht. Welche von euch Feen möchte sie zurückverwandeln? Ich! Na schön. Holly, tut euer Bestes. Ich bin mir nicht ganz klar, welchen Zauberspruch ich wählen soll. Ich bin sicher, Nanny Plum würde wollen, dass du einfach irgendwie loslegst. Okay, dann versuche ich den. Abrakase letzt, Frosch sei Fee jetzt. Oh, es funktioniert. Oh, danke, Holly. Ups, tut mir leid, Nanny. Du hast das sehr gut gemacht, Holly. Der Zauberstab wurde nur ein bisschen zu stark geschüttelt. Abrakase letzt, Frosch sei Fee jetzt. Hurra! Ihr seht, Kinder, man muss den Zauberstab unter Kontrolle haben. Ja, Nanny Plum. Faszinierend, verehrte Plum. Wenn wir nun aber zur Naturkunde zurückkehren könnten, wäre... Ja, Kinder, was der weise alte Elf zu sagen versucht, ist das... Damit ist der heutige Naturkundeunterricht nun zu Ende. Das war der beste Naturkundeunterricht, den wir je hatten. Dankeschön, Romy. Es war einzigartig. Cool. Dankeschön, Barnaby. So, ab jetzt sollen Nanny Plum und der weise alte Elf immer Naturkunde unterrichten. Und zwar zusammen. Na ja. Nun, wenn ihr alle darauf besteht. Hurra!
Unser heutiges Abenteuer beginnt am großen Elfenbaum. Zaubern ist nicht leicht. Hallo, Mrs. Elf. Hallo, Prinzessin Holly. Darf Ben zum Spielen rauskommen? Es hört sich an, als käme er schon runter. Hallo, Ben. Hallo, Holly. Lass uns heute mal Prinz und Prinzessin spielen. Ja, gern. Ich spiele die Prinzessin, weil ich ja sowieso schon eine Prinzessin bin. Und ich spiele den Prinzen? Ja, ich werde dich einfach in einen Prinzen verzaubern. Können wir denn nicht bloß so tun, als wäre ich ein Prinz? Nein, mit Zauberei geht es viel besser. Abrakasins wird ein Prinz. Oh, ich glaube, ich habe Ben in einen Frosch verwandelt. Wie schrecklich, ich verwechsle doch immer wieder den Zauber für Frösche und Prinzen. Ben, wenn du mich verstehen kannst, quake. Gut, ich werde schnell Hilfe holen. Warte hier. Di-di-da-da-da-dam-di-du. Di-di-da-da-dam-di-dam-di-du. Nanny Plum, komm schnell. Ich habe Ben in einen Frosch verwandelt. Oh, gut. Du vervollkommnest deine Zauberkünste. Nein, nein. Es ist ein Unfall gewesen. Ben ist nicht glücklich damit, ein Frosch zu sein. Frösche sind niemals glücklich. Kannst du mir bitte helfen, dass Ben wieder er selbst wird? Natürlich. Beruhige dich. Ich hol meinen Zauberstab und du wartest bei Ben. Danke. Pass auf, dass er nicht weghopst, ja? Frösche machen das. Oh nein, Ben ist weg. Nun werde ich Ben bestimmt nie mehr wiederfinden und er muss für immer ein Frosch bleiben. Hallo, Holly. Hallo, Violet. Was ist los? Ich habe eben Ben in einen Frosch verwandelt und er ist irgendwo hingehüpft. Er wird zum Teich runter sein, wo die ganzen Frösche leben. Natürlich! Komm, fliegen wir gleich hin. Da finden wir ihn. Holly, sieh nur! Ja, das muss Ben sein. Hallo, Ben! Ich höre, dass du ungezogen gewesen bist und dich einfach in einen Frosch verwandelt hast. Du hättest wirklich auf mich warten können, so wie ich es dir gesagt habe. Ja, die arme Holly war ganz, ganz traurig. Oh, wer weiß, vielleicht ist dieser Frosch gar nicht Ben. Sieh mal, ich finde, der sieht ein bisschen aus wie Ben. Ja, bloß der genauso. Die sehen doch alle gleich aus. Wir werden Ben niemals wiederfinden. Guck mal da, einer von ihnen hat einen Hut auf. Hat Ben einen Hut getragen? Ich glaube ja. Holly, das weißt du nicht? Er ist doch dein bester Freund. Ja, Ben trägt einen Hut. Hallo, Ben. Wenn du es wirklich bist, dann lass einen Quark hören. Gott sei Dank. Du ahnst ja gar nicht, wie schwierig es gewesen ist, dich unter einen zu finden. Hör zu, Ben. Keine Sorge. Nanny Plum wird sicher bald hier sein. Und sie kennt den Zauber, der dich wieder zurückverwandelt. Ach, Unsinn. Wir brauchen keine Nanny Plum. Ich kenne mich auch mit Zaubersprüchen aus. Violet, ich denke, wir warten doch lieber auf Nanny. Nein, nein, nein. Die Rückverwandlung von Fröschen in Elfen kann ich im Handumdrehen. Sieh her. Abracadabra, abracadabra, werde wieder, was du warst. Siehst du? Ich hab dir ja gesagt, dass ich das kann. Gut gemacht, Violet. Das war grauenvoll. Ich war ein Frosch und ich musste Fliegen fressen. Oh, ich habe das Gefühl, mein Zauber wirkt noch weiter. Oh, Ben hat sich in einen Vogel verwandelt. Das war nicht vorauszusehen. Nun werden wir ihn niemals wiederfinden. Tag, Holly und Violet. Hallo, Barnaby. Wisst ihr, wo Ben steckt? Wir waren zum Fußballspielen verabredet. Ich glaube nicht, dass du mit einem Vogel Fußball spielen kannst. Vogel? Ja, Violet hat Ben in einen Vogel verwandelt. Du hast ihn zuerst in einen Frosch verwandelt. Ach, wie auch immer.
Jetzt ist er weggeflogen und wir werden ihn sicher nie mehr wiederfinden. Das ist wirklich ärgerlich. Ich weiß, wo Vögel wohnen. Sehen wir in den Wipfeln der Bäume nach. Seltsam. Einer der Vögel trägt einen Hut. Das ist Ben. Aber das Nest ist sehr hoch oben. Und so hoch fliegen dürfen wir leider nicht. Dann ist es ein großer Glücksfall, dass ich dabei bin. Elfen sind ganz fantastische Kletterer. Und ich bin ein Elf. Ben, bist du das? Schön stillhalten. Flieg nur nicht weg. Hurra! So, als nächstes müssen wir den Piepmatz wieder in Ben zurückverwandeln. Da habe ich eine sehr gute Idee. Wie wär's, wenn wir beide zusammen zaubern würden? Ja, das macht Spaß. Abrakazück, Ben zurück. Das war richtig eklig. Ich musste Würmer fressen, als ich ein Vogel war. Oh, ich fürchte, unser Zauber ist noch nicht zu Ende. Ben hat sich in ein Kaninchen verwandelt. Nun wird er irgendwo hinhoppeln und uns bleibt nichts weiter übrig, als ihn überall zu suchen. Heute haben wir keinen guten Tag. Genauso wie der arme Ben. Ach, Holly, da bist du ja. Ich hab dich wirklich schon überall gesucht. Tut mir leid, Nanny. Ben war einfach weggelaufen und wir mussten ihn unbedingt wiederfinden. Ich verstehe. Und wo ist nun der Frosch, den ich wieder zurückzaubern soll? Hier. Das ist aber ein Kaninchen. Ben war ein Frosch, dann ein Vogel. Und nun hat er sich ganz plötzlich in ein Kaninchen verwandelt. Wir haben wirklich alles versucht. Was deutlich zeigt, dass ihr beide noch ganz oft zaubern üben müsst. Ja, Nanny Plum. Feen in eurem Alter sollten wirklich in der Lage sein, so einen simplen Zauber auszuführen. Ja, Nanny Plum. Seht zu und lernt. Wenn Ben zum Frosch verwandelt wurde, Abrakoschwert Frosch, solltet ihr ihn nicht in einen Vogel verwandeln, Abrogelvogel. Und natürlich auch nicht in ein Kaninchen, kapiert? Abrinchen, Kaninchen. Nein, als erstes musstet ihr ihn wieder zu Ben machen. Abrakapsen wird wieder Ben. Hurra! Puh, ich bin froh, dass es zu Ende ist. Seht ihr, Kinder, es ist ganz leicht. Das kann wirklich jeder. Ist klar. Kann ich es gleich nochmal probieren? Nein, denn wenn das wirklich jeder kann, dann will ich das auch. Oh, ich verstehe. Holly, gib Ben deinen Stab. Was? Was? Elfen können doch gar nicht zaubern, oder? Ich würde so gern zaubern können. Wenigstens dieses eine Mal. Das ist die richtige Einstellung. Werdet Frösche. Abracadabradi. Einen Moment lang habe ich gedacht, Ben würde uns in Frösche verwandeln. Abracadabradi. Es ist so traurig. Elfen können wirklich nicht zaubern. Du brauchst wahrscheinlich nichts weiter als ein klitzekleines bisschen magische Hilfe. Tricky Trick dran, der junge Elf zaubern kann. So, versuch dein Glück nochmal. Werdet Frösche, Abracadabrösche. Es funktioniert. Werdet Vögel, Abrakögel. Und nun Kaninchen, Abracadabrinchen. So, das war's dann. Sehr gut, Ben. Aber hast du nicht noch etwas vergessen? Was? Du solltest sie wieder in Mädchen zurückverwandeln. Sollte ich? Oh, also los geht's. Abracadabra, du werdet Mädchen im Nu. Gut gemacht, Ben. Habt ihr zwei das begriffen? Ja, Nanny. Ich denke schon. Gut. Will es noch jemand versuchen? Ja, bitte. Darf ich auch mal zaubern? Nein! Wie wär's mit einem Fußballspiel? Ja, Fußball! Und die Regeln sind klar. Keine Zauberei. Okay. Ja, ich finde auch, dass wir für heute wirklich genug Zauberei hatten.
Unser heutiges Abenteuer beginnt im kleinen Schloss. Des Königs neue Kleider. Das pinke Kleid oder das blaue Kleid? Mami, ich kann mich nicht entscheiden. Das pinke steht dir sehr gut, Holly. Nur was trage ich? Grün oder gelb oder türkis? Ben, was würdest du sagen? Dann vielleicht das pinke für dich und das grünig-blaue für deine Mutter. Grün, blau, gelb, bla bla. Was soll dieser Wirbel? König und Königin Marigold kommen heute zu Besuch. Das weißt du doch wohl noch. Ach ja. Sie sind immer modern und elegant gekleidet. Und sie sollen nicht den Eindruck haben, dass wir vergammelt aussehen. Wer sieht vergammelt aus? Du siehst vergammelt aus. Tue ich das? Ja, Daddy. Sag du was dazu, Ben. Von Mann zu Mann. Sehe ich vergammelt aus? Sagen wir so, ein kleines bisschen eleganter wäre nicht schlecht. Deswegen habe ich vorsorglich den Elfenschneider bestellt, der dir ein paar neue Sachen näht. Und du musst ein Bad nehmen. Na schön. Der Elfenschneider. Das ist ja nur der weise alte Elf. Ich darf korrigieren. Ich bin nicht nur der weise alte Elf. Ich bin auch ein qualifizierter Schneider. Oh, verstehe. Frisch ans Werk. Ich hüpfe in die Badewanne. Aber beeil dich. Unsere Gäste werden bald hier sein. König Aurikels neue Kleidung, Eure Majestät. Reizend. Nur ist es modern genug? Das ist ein klassischer Schnitt. Und das Material ist feinster Wollstoff, Eure Majestät. Fantastisch. Bitte. Nicht berühren, Nanny Plum. Es ist eine äußerst edle Ausführung. Das bedeutet, es verbietet sich jede Reinigung mit Zauberei. Ja, ja. Dann auf Wiedersehen. Danke. Wiedersehen. Kannst du diesen kleinen Schmutzfleck dort auch sehen, Holly? Nein, da sehe ich gar nichts, Mami. Nanny Plum, können Sie den Schmutzfleck sehen? Wo? Da? Nein. Da! Oh. Oh je. Mami! Nur wegen dir ist das neue Kleid von Daddy jetzt schmutzig. Ja, leider. Und König und Königin Marigold werden bald hier sein. Nanny, haben Sie Zeit, es sauber zu machen? Verlassen Sie sich auf mich, Eure Majestät. Nanny Plum, dürfen Ben und ich dir dabei helfen? Natürlich. Der Fleck sieht nicht einfach aus. Wie wollen wir den nun wieder rauskriegen? Der Elfenschneider hat gesagt, dass wir nicht zaubern dürfen, Nanny. Geht in Ordnung. Wir stopfen es in die Waschmaschine. Der Elfenschneider hat doch gesagt, dass es sehr empfindlich ist. Was weiß ein Elf schon darüber, wie man Kleidung wäscht? Er schneidert sie. Er mag sie vielleicht herstellen, aber er hat noch nie so viel gewaschen wie ich. Wir brauchen sehr viel Seifenpulver. Sind Sie sicher, dass das eine gute Idee ist? Natürlich, eine sehr gute sogar. Nichts ist für Kleidung besser als eine schöne, heiße Seifenlauge. Dazu können wir, wenn wir sowieso waschen, auch gleich die alten Sachen des Königs mitwaschen. Das vergammelte Zeug auch? Ja. Gut, Nanny. La 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 la. Daddy! Ja? Wir wollen jetzt deine Königssachen waschen. Nur zu. Schuhe und Krone auch, Nanny? Wieso nicht? Dann ist alles wieder richtig sauber. La, 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 la. Hier sind die Sachen, Nanny. Fantastisch. Hinein, los. So, nun lassen wir die Waschmaschine für uns arbeiten. Die läuft nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Was geht da vor sich? Das ist der erste Waschgang. Und was macht sie jetzt? Sie spült die ganze Seife raus. Das läuft höchst raffiniert. Fertig! Ja, wollen wir mal sehen, ob die Seife den Fleck rausgewaschen hat. Oh, Daddys Krone ist etwas verbogen. Und seine Schuhe sehen nicht gut aus. Oh je, sind die Kleider des Königs immer so klein gewesen?
Sie sind eingelaufen. Nanny Plum, sind die Kleider des Königs sauber? Das ist Mami. Fast fertig, Eure Majestät. Nanny, was können wir jetzt tun? Wer weiß, vielleicht müssen sie erst trocken sein. Dann kriegen sie wieder ihre normale Größe. Ja, Ben. Ich werde sie mit einem kleinen Zauber trocknen. Der Schneider hat doch aber gesagt, dass wir nicht zaubern dürfen. Ach, ich setze doch nur einen klitzekleinen, schwachen Zauber ein. Abracadabra, bald trocken seid. Donner und Blitz, stellt Feuer bereit. Nanny Plum, schnell, geben Sie mir des Königs neues Kleid. Unsere Gäste kommen jede Minute. Wo ist das gute Stück, Nanny Plum? Was riecht so verbrannt? Wir haben Daddys Kleid gewaschen. Da ist es eingelaufen. Und dann hat Nanny es mit einem Zauber leider verbrannt. Meine Güte! Ich fürchte, dann wird er seine alten Sachen tragen müssen. Die haben wir vorsichtshalber auch gleich gewaschen. Die sind auch verbrannt. Was? Damit hätte der König nichts anzuziehen? Ja. Hallo, wo sind meine Sachen? Gleich fertig, Schatz. Ich bin jetzt sauber. Einen kleinen Moment, dann bringt Nanny Plum sie dir. Wie wundervoll ich dufte. Nanny, rufen Sie den Elfenschneider. Oh, zu spät. Das sind König und Königin Marigold. Was machen wir denn jetzt nur? Zaubern wir ganz einfach ein paar Sachen für ihn. Nanny, kriegen Sie das hin? Wenn ihr darauf besteht, Eure Majestät, Zauberkleidung ist aber immer etwas heikel. Hallo? Niemand zu Hause? Wir sind hier! Oh, Sie machen die Zauberkleidung, Nanny. Ich sehe nach unseren Gästen. Wie ihr wünscht, Eure Majestät. Zuerst brauchen wir was, das sich in Schuhe verwandeln lässt. Zitronen? Nein, es geht nur etwas in Schuhform. Ah! Karotten! Jetzt etwas ganz Pralles und Rundes für das Jackett. Die Zitrone! Nein, die Tomate! Was nehmen wir nur für die Krone? Ah, Holly! Komm, begrüß König und Königin Marigold. Hallo, Prinzessin Holly! Hallo! Und das ist mein bester Freund, Ben Elf. Hallo, Ben. Ich muss sagen, seine Kleidung ist, naja, charmant. Ja, reizend und recht einfach. Oh, der Stil heißt Landhaus. Ich finde, wie sich jemand kleidet, ist von höchster Bedeutung. Mein Gemahl erscheint jeden Moment. Er zieht sich nur noch schnell sein neues Gewand an. Neues Gewand? Das hört sich interessant an. Wisst ihr... Es ist ein Experiment. Entschuldigt die Verspätung. Das ist ja fantastisch. Hinreißend. Wirklich? Nur das Jackett fühlt sich noch ein wenig feucht an. Es steht euch wundervoll. Es wirkt frisch und aufregend. Wir sagten gerade, wie bedeutend es ist, sorgfältig darauf zu achten, was man trägt. Oh. Das finde ich ganz und gar nicht. Oh, na sowas. Oh, was ist das? Ja, ich hatte befürchtet, dass das passiert. Zauberkleidung ist eine heikle Sache. Sieht das verrückt aus? Du trägst eine Zitrone auf dem Kopf. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Meine Frau hat's ausgesucht. Also das ist überwältigend. Und wie? Ich habe etwas Ähnliches mein Lebtag noch nicht gesehen. Absolut genial. Sich verwandelnde Kleidung. Ich wäre nie auf so etwas gekommen. Und ihr sagt, ihr achtet nicht sorgfältig darauf, was ihr tragt. Ihr versteht mehr von Mode, als wir es je könnten. Wo bekommt ihr nur eure Inspirationen her? Sagen Sie, haben Sie jemals erwogen, Mode zu unterrichten? Oh. Ah, Nanny Plum, ich glaube, Sie richten uns jetzt ein Festmahl an. Natürlich, Eure Majestät. Ich kann machen, was ihr gern hättet. Ausgenommen allerdings Karotten, Tomaten, Zitronen.
Unser heutiges Abenteuer beginnt am großen Elfenbaum. Selbst ist die Fee. Herzlichen Glückwunsch, Ben! Deine Karte. Toll! Eine Weltraumrakete! Und hier ist dein Geschenk. Wahnsinn! Ein Weltraummobile! Das haben wir selbst gebastelt. Danke, Mami. Danke, Daddy. Und nachher kommen alle deine Freunde zur großen Geburtstagsparty. Cool. Wer kann das denn sein? Hallo, Ben. Hallo, Holly. Du kommst ein bisschen früh zu meiner Party. Party? Hast du für mich eine Geburtstagskarte? Geburtstagskarte? Holly, du hast meinen Geburtstag vergessen. Ist doch so. Oh, ich gratuliere dir, Ben. Danke, Holly. Ach, mir fällt ein, ich muss noch mal kurz zu Hause vorbeischauen. Oh. Wir sehen uns dann. Oje, oje, ich hab Bens Geburtstag vergessen. Milch, Zucker, Mehl und ein Ei. Gut. Dann auf zum Backen. Hokus Pokus. Nanny Plum. Ich hab Bens Geburtstag vergessen. Oh, halb so schlimm, meine Kleine. Es gibt einen neuen Geburtstag im nächsten Jahr. Nein, nein. Es ist sehr wichtig für mich. Ich muss für diesen Geburtstag etwas auf die Beine stellen. Ben ist mein bester Freund. Oh. Ich will eine Geburtstagskarte machen. Und zwar ganz schnell. Nur, wie fange ich das denn an? Was du brauchst, ist ein bisschen Zauberei. Dann geht's schon los. Milch, Mehl, Ei und Zucker, Farbe, Pinsel, Karte und Glitter. Danke, Nanny. Also, ich beherrsche einen reizenden Spruch speziell für Geburtstagskarten. Er geht so. Hokus pokus plinketi plonk. Nanny Plum. Oh. Ich werde lieber mal nachsehen, was der König will. Nanny Plum! Eure Majestät? Der Sessel ist ein bisschen hart. Sie können es mir doch bestimmt mit einem Zauberspruch schön bequem machen. Oh, König Aurikel, wer ist denn da so faul? Ihr könntet selbst zum Zauberstab greifen. Aber er liegt so weit weg, da. Na schön. Humpfi Dumpfi Rehmein, für den König soll's bequem sein. Oh, viel besser. Etwas Musik, bitte. Tralala, Tralaline, spiel was süße Violine. Ah, reizend. Dankeschön. Sie können jetzt gehen, Nanny Plum. So, wo waren wir? Erste Zeile. Hokus pokus, plinkedi plonk. Oh ja. Hokus pokus, plinkedi. Nanny Plum! Nervtötend. Was will er jetzt schon wieder? Nanny! Ich will eine Tasse Tee. Ja, ja, ich komme. Da kann die Karte ja nie fertig werden. Die einzige Chance ist, dass ich den Zauber selbst versuche. Tja, wie war Nannys Spruch? Ja. Hokus pokus, plinkedi plonk. Ich versuch. Macht mir eine Geburtstagskarte super duper flink. Es funktioniert. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Aus! Ihr frechen Hopspinsel!
Gleich hört ihr einen neuen Spruch. Der wird euch schon richtig Beine machen. Zam, Hopp, Zip, Boost, Groß, mehr und schneller los! Oh, das geht nach hinten los! Nanny! Der Tee, Eure Majestät. War das alles? Ja, danke schön. Nanny! Hilfe! Nein! Oh, Himmel! Nanny! Lass den Zauber aufhören! Blitzen soll's donnern, Nordwind blas los! Zauber zurück in der Wunderwelt Schoß! Dankeschön, Nanny. Der Spuk ist aus. Ja, nur leider hieß das, ich musste jeden Zauber stoppen. Im ganzen Schloss. Was ist denn mit dem Zauber passiert? Es hat ein kleines Problem in unserer Küche gegeben. Daher musste ich den totalen Feenzauberstopp über das Schloss verhängen. Für einen Tag, Eure Majestäten. Tut mir leid. Oh. Und das Wetter des kleinen Königreichs wird heute überall heiter und sonnig sein. Nanu, wenn sie überall im Schloss den Zauber für heute gestoppt haben, wie kann der Fernseher dann immer noch laufen? Fernsehen ist keine Zauberei. Ach nein? Wirklich? Oh. Wenn wir heute nicht mehr zaubern können, wie komme ich dann zu einer Geburtstagskarte für Ben? Na, du könntest sie selber machen. Wirklich? Könnte ich das? Mit meiner Hilfe schon. Nanny Plum, ich fürchte, Sie haben mit der Reinigung der Küche genug zu tun. Das dauert bloß einen Moment mit meinem Feenzauberstab. Ich denke, heute wird nicht gezaubert. Jede Zauberei wurde doch von Ihnen für einen Tag gestoppt. Oh ja. Das wird Spaß machen. Das bestimmt auch. Ich denke, ich fange mit einem Bild von Ben an. Es ist ja ganz leicht, Dinge ohne Zauberei zu machen. Ja, wahnsinnig leicht. Jetzt noch viele Küsse für Ben. Und etwas funkelnden Glitter. Fertig. Großartig. Ganz verblüffend, was man alles ohne Zauberei schaffen kann. Ja, Nanny Plum. Allerdings. Jetzt beeil dich, du kommst zu spät zu Bens Geburtstagsparty. Ben wird von der Karte bestimmt begeistert sein. Hallo, Holly. Herzlichen Glückwunsch, Ben. Komm rein. Meine Karte für dich. Danke, Holly. Ben hat viele Karten bekommen, die ganz reizend sind. Ich habe meine mit Magie gemacht. Wow. Ich habe meine mit einem Computer gemacht. Hier. Oh. Ich habe meine in einem Laden gekauft. Ja, klasse. Holly, darf ich jetzt auch deine Karte haben? Sie ist nicht wirklich toll. Sie entstand ohne Magie oder Computer. Und ich habe sie auch nicht gekauft. Ich habe sie selbst gemacht. Du meinst so ganz ohne Zauberei? Wow, die ist ja fantastisch! Herzlichen Glückwunsch, Ben! Oh, eigentlich stimmt es, dass ich deinen Geburtstag vergessen habe. Das weiß ich schon. Du vergisst doch jedes Jahr meinen Geburtstag. Tue ich das?
Ja, aber das macht nichts weiter. Du bist trotzdem meine beste Freundin.